Bessere Frage ist, wo ist er doch? Ich sehe keinen Kuckuck. Wo ist der Kuckuck? Bin ich blöde? Seltsam. Anhand der Spuren lässt sich sagen, so. Das kennen wir ja schon. Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf. Das Abenteuer zumindest. Und um 3 läuft eine neue Folge. Okay, hier ist das auch nicht. Wo ist der Kuckuck? Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Wie kann ich einen Kuckuck dazu bringen, ruhig zu werden, wenn ich ihn nicht einmal sehe? Ich bin besser vorsichtig mit dem. Okay. Okay. Spatzi, hoch oben. In das muss ich denn. Okay. Grille. Ein Stock bringt hier nichts. In der Ferne. Wie soll das ganze Zeug denn alles sein, was der hier sieht? Ein Stock bringt ja also auch nichts. Käse? Das Portal nach Mauswald hat sich geschlossen. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Kann ich vielleicht nur eine kleine Prise. Wie klingt er doch? Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Die Krillen sind noch da. Grille in der Ferne. Wie verscheucht man Grillen? Das klappt so nicht. Wie verscheucht man Grillen? Lalala. Baldrian-Tropfen helfen mir. Grille in der Ferne. Fein, wo ist denn die Grille? Hier vielleicht irgendwo? Die Eulenmauer. Ich kann auch keine Grillen. Wie werde ich den Grillen los? Früher soll es hier. Heute kommt. Ja, ist okay. Heute kommt. Ich will eigentlich nur hier lang. So. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Kann ich das mitnehmen eventuell? Ein Stück.
Wo sind denn diese Krillen? Ich verstehe es nicht ganz. Wo sind diese Krillen? Krillen, hallo! Wo seid ihr? Stock und Krillen, das sind Krillen, 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 Krillen. Krillen. Wie wird man Krillen los? Grille in der Ferne. Okay. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ach, das muss ich auf den Typen. Ach, deswegen habe ich keine Witze bekommen. Alles klar. Ich probiere jetzt einfach nochmal die Kröte aufzuwecken. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes übert so. Wegen der Stimmung hier im Wald ist aber auch. Grille. So. Das Mund zeigt. Ja, okay, so. Wie wird man eine Grille los? Grille los. Hagebutten sind cool. Hagebutten sind Grille. Vor allem muss ich das Pause, wo die Grille Ferne ist. Wie fange ich eine Grille? Finde ich eine Grille? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Viel Glück, junge Schüler. Also dieser Ratersuch ist ziemlich sinnlos. Das braucht keine besondere Würze. Das braucht. Nochmal vielleicht? Grille. Nicht schon wieder. In der Ferne. Er sagt ja selber in der Ferne. Das wird wahrscheinlich nicht hier sein. Grille. Die Frage ist, wo ist die Grille? Das klappt so nicht. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Die Eulenmauer. Wo sind hier die Grillen? Diese kleinen Tierstatuen haben die vor ein paar Jahren. Ich verstehe es nicht. Wo sind die Grillen? Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Leer. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Okay. Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Hier sind auch keine Krillen. Ich weiß nicht, wo ich die Krillen finden soll oder wie ich sie vertreiben soll. Ich treibe um den Krillen mit Tieren, mit Vögeln am besten, dass die Vögel die Krillen fressen. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau, als ich jung war. Nee, seit sie den... Nur noch 2 Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten.
Das ist traurig. Naja, noch 2 Tage Abenteuer. Genau, du sagst es. Noch 2 Tage Grillen suchen. Witzig, oh mein Gott. Er ist aber auch penetrant laut, ey. Was war das denn jetzt gerade? Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Läuft Radio noch? Auf Wunsch vieler unserer Zuhörer wiederholen. Oh, ich bin zu... Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich an... Natürlich können Sie... Ja, okay. Wovon spricht... Bleiben Sie fisch, der Maus? Maus was? Zeit was? Moment, da war mein Hut aber mal weg. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Okay, da verschwindet der Hut immer. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tanne kommt. Nee, die ernsthaft. So ein Krach zur Mittagsstunde. Ha, unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Lol, die waren in der Tonne drinne. Bosch? Es ist so still geworden. Ja, aber gleich wird es nochmal laut für dich hier. Wer stört die Waldesruhe? Ich... Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. Nur ein paar Jahre lauschen. Lauschen. Ja, toll. Ich brauche aber jetzt so. Dem Strom der Zeit. Ja, ja, das ist schön. Wow, sie sind ja riesig. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Okay. Sie haben da etwas Kreide, Dameauge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen und wird es fortspülen, so wie dich. Geh, Mensch. Geh, lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Nein. Ich glaube, der will sich gar nicht richtig unterhalten. Hallo. Der hat sich zu unterhalten. Lass. Nein. Dem. Nein. So. Entschuldigung, Herr Riesen. Solange du nicht verstehst, lauscht den Volk. Ja, das wollte ich auch nicht, dachte, das ist... Strom der Zeit. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Sie geht mir recht auf die Nerven. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit, wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen,